Und derweil, Servus Fabian, willkommen. Schönen guten Abend, Fabian. Genau. So, jetzt haben wir noch 65% Beliebtheit. Oh, nur 10er, geht ja noch. Dann wird Äthiopien zerstört. Na, kleine Planänderung. Das geht noch nicht so schnell. Wir nehmen uns erst Kenia und dann Äthiopien. Genau, erst Kenia. Hat logistische Gründe. Und wirtschaftliche. Da können wir nämlich auch ordentlich Wirtschaftskraft absahnen. Die haben schon ordentlich zugelegt, seitdem ich das letzte Mal geklickt habe, interessanterweise. Die sind um ca. 8 Milliarden hochgegangen im BIP, seitdem ich das letzte Mal geklickt habe. Das ist gerade krass, was passiert irgendwie. Was sagt irgendwie unsere öffentlichen Finanzen? Hast du nochmal geguckt? Was ist unser Budget? Wir sind jetzt bei 87%, also das hat jetzt nicht allzu viel abgezogen. Ja, das ist ja, okay. Ich meine, am Anfang des Jahres hatten wir auch 87. Von daher ist das einfach nur sozusagen unser Wachstum weg. Ist okay. Was wir jetzt machen, ist jetzt, die Truppen hast du hoffentlich alle schon verschoben. Die müssten eigentlich darüber gelaufen sein, ja. Die sind, ja, wir haben jetzt 52.000 Soldaten im Süden des Landes. Ja, dann sammeln wir nochmal ein paar mehr. Dass wir so auf 75 auf jeden Fall kommen. Da müsste ich jetzt zu jeder einzelnen Stadt hingehen und da welche. Ja, das tut mir ein bisschen leid, dass du jetzt. Wir brauchen die Leute, weil. Genau. Eine Offensive machst du halt nur nicht mit halber Kraft. Wir werden halt schön dämlich auf der Strecke liegen bleiben. Wobei Hitler bestimmt, als er Polen angegriffen hat, ein paar Leute da in Frankreich gelassen hat. Oder bei Frankreich. Tatsächlich so wenige, dass wenn Frankreich sich tatsächlich gerührt hätte, wir im Westen ordentlich Probleme bekommen. Der Mann war irgendwo auch ein kleiner Spieler. Naja. Ja, das erinnert mich auch noch an den Schliefenplan im Ersten Weltkrieg, ne? Erst alles auf Frankreich schmeißen und dann alles auf Russland schmeißen. Genau, im Westen Frankreich niederringen und dann alles in Russland. Statt dass man sich den technologisch Unterlegenen zuerst vorknüpft. Naja, egal. Ja gut, aber Russland wäre halt aufwendig, weil großes Land, da wäre man lang unterwegs. Ja, aber man muss doch gesehen haben, sobald sich das da im Westen dann festsetzt, dann schmeißt doch hoffentlich alles nach Osten. Also so blöd kann man doch eigentlich nicht sein. Dann kannst du dich deine 10 Millionen zur Offensive starten. So, bach, ey, komm. Und die müssen doch eben militärische Ausbildung gehabt haben. Wenn es nicht vorwärts geht, geht es nicht vorwärts. Das sieht doch jeder gesunde Mensch. Naja, gut, das wieder mal dazu. Vielleicht ist es ja ganz gut, dass der Krieg verloren gegangen ist. Wer weiß, wo wir dann heute wären. Ja, also der erste oder der zweite? Im ersten beide. Wahrscheinlich noch eine nette kleine Monarchie. Also dann dürfte ja den Kaiser zujubeln. Wahrscheinlich. Dann würde wahrscheinlich Europa auch ganz anders aussehen. Ich meine, da würde es vielleicht sogar Österreich-Ungarn noch geben. Obwohl die ja schon etwas instabil waren. Ja, wobei mit einem gewonnenen Krieg, dann hätte sich das wahrscheinlich auch schon wieder bald beruhigt. Muss man davon ausgehen. Also so unterdrückerisch waren die Staaten dann schon. Also in Friedenszeiten in Ordnung aufrechtzuerhalten, das wäre möglich gewesen. Denke ich mir zumindest. Genau, unsere Solarzellen sind ja fertig, ne? Kannst du dann mal gucken, was die jetzt so an Strom produzieren? Ist die tatsächlich schon fertig? Krass. Was wir eigentlich gerade gesehen haben. Tatsächlich. So eben. 2,94 TWh. 2,94. Okay, pro Stück. Und hallo Ambroise. Willkommen. Mister. So, wo haben wir es denn hier? Name. Ja, krass. Gut. 90% Solarenergie. Von diesen zwei Dingern. Ich hab's mir doch schon gedacht. Haben wir jetzt einen Verbrauch? Wir haben jetzt höhere Produktion als Verbrauch. Perfekt. Weil dann haben wir gleich in Katar ein kleines Angebot, was sie nicht ablehnen können. Da habe ich, also vorausgesetzt ist jetzt gleich noch Katar. Das musst du gleich mal nachgucken. Darum kümmern wir uns aber erst, wenn du mit deinem Scheiß hier durch bist, mit deinen Soldaten. Das hat Zeit. Der Strom rennt uns ja nicht weg. Ich war gerade am überlegen, ob die. Ja, doch, tatsächlich. Die arabischen Emirate, so die es da gibt, ne? Die interessieren sich doch auch für Pferde. Da können wir doch unserem Angebot da. Pferde? Pferderennen so zum Beispiel. Da gibt es Druckmittel.
für unser Angebot, das sie nicht ablehnen können. Wie auch immer. Ach so, ah, okay. Ja, jetzt habe ich verstanden. Entschuldige, hier musst du arbeiten. Ja, ich hab's auch schlecht verpackt. Ja, gut, aber tatsächlich, das hätte ich sehen können. Also, ich habe den Film oft genug gesehen eigentlich. Und die Filme. Nee, weil die haben so einen hohen Verbrauch und können das mit ihrem kleinen Land nirgendwo produzieren, was sie verbrauchen. Strom ist tatsächlich relativ teuer Also, hier. ich muss dazu sagen, ich meine jetzt eigentlich nicht Pferderennen, ich meine jetzt eigentlich so Dressurreiten. Ich habe mich nur falsch ausgedrückt. Es läuft aber Falscher auf Begriff. demselben, auf den Hauptwitz hinaus. Okay. Gut. Von daher ist alles okay. Alles gut. So, dann muss ich jetzt gleich überlegen, wie wir das jetzt reihenfolgemäßig gleich machen. Ich nehme mal eben kurz Zettel und Stift, dass ich jetzt gleich nichts vergesse. So, die Soldaten werden zusammengesammelt. Okay, so, die werden jetzt zusammengesammelt. So, Iran. dann gehst du jetzt mal eben kurz auf Armee. Wie viele Soldaten haben wir Wir mittlerweile? haben 137.000. Das geht recht schnell. Gut. Dann jetzt die 200.000 voll machen. So. Dann gehst du. So, jetzt werden die Zuschauer auch was Neues kennenlernen. Das haben wir hier noch gar nicht gemacht. So eine kleine Marktanalyse. Jetzt gehst du gleich mal dann auf Energie. Energie. Gut, jetzt weißt du das leider nicht mehr aus dem Kopf, wie das da aussieht. Wir Was werden möchtest du denn dich aber mit sehen? gedulden müssen. Ich brauche diese Weltinfokarte. Weltinfokarte? Weltinfo, was denn die Weltinfokarte? Ja, das brauche ich gleich für den Strom allgemein. Ich werde dir das gleich zeigen, sobald ich hier gleich da wirklich bin. Ich bin jetzt gerade noch bei den Soldaten. Ah, hier meinst du bei Elektrizität, alle Bereiche, Weltinfo. Genau, richtig, Da richtig, wären wir richtig. jetzt. So, und dann gehst du nach dem höchsten Kaufpreis. Da wären wir bei mit den höchsten Kaufpreis. Ja, genau. Kauf, nicht Ach so, Verkauf, die Kauf. Tabelle ist nicht richtig gedingenst, keine Ahnung. So, okay, jetzt haben wir es. Katar mit 750 Habe ich mir schon irgendwas. schwer gedacht. Genau, okay. Und Katar wahrscheinlich hat jetzt einen höheren Verbrauch als Produktion, ne? Moment mal, wie waren das hier? Produktion 0,14 und Verbrauch 1,34, ja. Also höherer Verbrauch als Produktion. Genau, richtig. Dann machen wir jetzt ein kleines Treffen mit Katar. Ich hoffe, Sie wollen. Und dann Okay. werden wir wieder ein bisschen Strom verkaufen. Moment, ich weiß nicht, ob das von hier ausgeht. Ich klicke einfach auf Katar drauf, wie ich es immer mache. Katar, Flagge, Staatschef, Terminkalender. Genau. Dann verkaufen wir dann eben gleich, keine Ahnung, wie viel wir da jetzt genau übrig haben. Ob das jetzt ein 2 oder 3 sind oder so. So, und Das holt übrigens auf zu jeden. unserer Thematik mit Kriegstaktik hatte Inquisitor Phoenix geschrieben, die hätten einfach mal die Schweiz einnehmen müssen. Denn bei der Schweiz-französischen Grenze gibt es keine Befestigung. Ich finde sowieso, die Schweiz ist ein ganz faszinierendes Völkchen. Sie haben beide Weltkriege überlebt, weiß Gott wie, sprechen mehrere Sprachen. Ich weiß gar nicht, wie die überhaupt so zusammenleben können. Kann mir gar nicht vorstellen. Und Mo, könntest du mir mal einen Gefallen tun? Ja, bestimmt. Könntest du mal die diplomatischen Beziehungen mal eben kurz anschalten? Also, was für diese Diplomatenkarte da? Ja. Weil ich meine, ich habe gerade gesehen, unsere Beziehungen sind gar nicht mal so schlecht geworden. Ich habe sie ein bisschen verbessert zu einigen Staaten. So, Kann das sein? mir fällt jetzt gerade Oder nichts auf. doch im arabischen Land, Saudi-Arabien gerade so. Ich Die dachte, sind schon die waren ewig vorher weiß, glaube rot. ich. Sind Nee, die ich ewig meine, schon die wären weiß? schon ewig Okay. weiß, ja. Gut, ist gut. Dann nicht. Und der Emir von Katar ist da. Dann geh mal drauf. Und dann So, und her. Kaffee. So. Dann Wirtschaftsvertrag und Wo ist denn das hier? Ach hier, jetzt Wirtschaftsvertrag. Alles klar. dann Dann wollen wir was Verkauf. verkaufen. Genau. Und dann musst du die Elektrizität suchen. So, und Eisvor schreibt, ich habe eine Frage. Klar, Gut, dann gerne. stell sie. Ach so, er ist noch nicht so weit. Ja gut, dann Genau, das soll kannst er du sie gerne bestimmen. unaufgefordert tun. Das werden wir dann Richtig, direkt beantworten, alles ja, beantworten, nach Möglichkeit alles. was wir schaffen. Und man sieht ja, es ist nicht so viel los, dass wir da nicht hinterherkommen würden. So. Also einfach stellen, wenn Fragen da sind.
Genau, Elektrizität zählt alle so, Bereiche. So, da wären wir. Gästen. Genau. Die kaufen für 750, wir So, wie verkaufen viele für haben wir jetzt? 202. Ja, ich weiß. Ich will nur wissen, wie viel haben wir jetzt Produktion, wie viel Verbrauch? Wir Wir. produzieren 5 und verbrauchen 1. Verbrauchen was? Eine Einheit haben wir Also, als Verbrauch. okay, also können wir drei verkaufen, weil ich einen immer noch übrig lasse wegen unserem eigenen Wachstum. Ja, so Gut, würde ich dann das auch kannst du machen. dann tatsächlich. Ja, genau, dann kannst du drei verkaufen und dann gehst du jetzt mit dem Preis hoch auf 750 und dann nochmal drei Klick höher. Ach, über den Preis von Über denen. die 750. Also ich gehe jetzt auf 738. Moment, ich soll jetzt mit Hand eingeben, 750. Nein, dann geh einfach an das nächstbeste von 750 ran und dann drei Klick höher. So, 750, 773, 797, 821. Und das soll ich jetzt an den So, anbieten, oder was? das gilt, das schickst du jetzt ab. Okay. Jetzt haben sie Gegenvorschlag, 525. 525, dann gehst du jetzt auf 720 runter. 735, 708. Ich mach Ja, mal gib ein. 708. Gib handschriftlich ein. Ach so. Alles klar. Hier geht es jetzt um Milliarden, mein Freund. Gut. 720, verhandeln. Jetzt haben sie einen Vorschlag von 575. 575 Sekunde, genau, dann gehst du jetzt auf 620. 620 anbieten. Akzeptiert. Perfekt. Wie viele Milliarden? 1,8. 1,8 Milliarden. Ich würde sagen, wir haben unseren Haushalt ergiebig verbessert. Sieht so aus, ja. So, und jetzt machst du dir irgendwo eine Notiz, dass du das siehst, mit dem Datum von dem Tag, den wir gerade in-game haben. Plus 5 Jahre drauf. Also 2028 und nicht 2023. Weil das wird nämlich noch wichtig werden, weil wenn wir dann plötzlich so einen Einbruch haben, dann wissen wir genau, woran das liegt. Okay, 30. Juli 2028 müssen wir uns irgendwie merken und dann Genau. beobachten wir die Lage. Richtig, weil wenn das mich einbricht, weil das habe ich nicht in meinem privaten Spielstand gehabt und das fand ich sehr, sehr ärgerlich, weil wir haben diesen Spielstand ja jetzt, wie viele Jahre mittlerweile hinter uns? Wir haben jetzt demnach Sieben? sieben, ja, Genau. sieben. Weil ich bin nämlich in guter Hoffnung, dass wir uns tatsächlich in die Top 100 rein katapultieren können. Und ich habe jetzt ungern Lust, dass das deswegen dann später in die Hose geht. So, okay. Okay. Kapische? Gut, dann kannst du jetzt bestätigen und den Gut. nächsten Tag abwarten und dann mal gucken, was passiert. Ich bewundere Ihr Land. Ich Und besuche es ich oft im hoffe, Sie Urlaub. haben mich nicht hierher bestellt, Naja, um ist ja nicso nicht begeistert. nötig. Nee. Das mögen die irgendwie nie. Es geht nur ums Geschäft bei denen. Genau. So, wir haben hier gerade Gewalt. Ich klicke Nee. trotzdem mal weiter. Und zwar, Ice War schreibt, wie lange machen Sie schon YouTube? Ach, ich bitte dich. Also, bitte du. Dieses Sie finde ich. Ja, also wenn ich, also ja, mir ist du persönlich lieber, denn das hat sich im Internet Ich so bin jetzt hier. eingebürgert und es Ja, finde ich ich bin ja auch angenehmer. keine Autoritätsperson hier. Ja. Also, okay, bin ich schon, aber also, ich diktiere ja Meinungen hier vor, aber nicht in dem Sinne. Also, wie lange machen wir schon? Also, ich jetzt mit dir zusammen seit Oktober, November Kommt letzten hin, ja. Jahres und du selbst. Und ich Gut. seit. Das erste Video kam 2013. Na, da steht aber seit 2012 in deiner Ja, da habe ich Beschreibung, den ne? Kanal aufgemacht. Aber das erste Video kam Okay. 2013. Gut, dann haben wir das auch schon mal erklärt. Genau. Und Fabian schreibt, verstehe den Witz nicht. Welchen der vielen? Hier werden leider einige gibt Vielleicht es. war Ach, das. wahrscheinlich den. Ach, den mit dem Paten, ne? Wahrscheinlich, ja. Genau, Also, das also. bezog sich auf der Pate. Du musst dir den Film Der Pate reinziehen. Einer der besten Filme überhaupt, finde ich. Also mein persönlicher Lieblingsfilm. Zusammen mit Scarface. Ist Also natürlich ein bisschen ist. alt, aber. Dann wirst du den Witz auf Ja, jeden aus Fall den verstehen, ich 70ern noch sag's der dir. Film, ne? Genau. Weil da gibt's ja so eine letzte Szene mit so einem Pferd. Ja, genau.
Aber ich muss halt zugeben, ich habe den Witz, den ich machen wollte, habe ich extrem schlecht verpackt. Der ist echt Ja, er extrem hat ihn, schlecht also, ja, genau, rübergekommen. also ich hatte ihn auch nicht auf Anhieb verstanden. Also, selbst wenn du den Film kennst, ist das noch keine Garantie dafür, dass du ihn auf Anhieb verstehst. Genau. Bum 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 Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung?